Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong mehrfach betätigt. Darf ich beginnen oder widersprechen mir die parlamentarischen Geschäftsführer? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 61. Das ist der Antrag der Fraktion. Wir bräuchten bei der Abstimmung ein bisschen mehr Ruhe, bitte. Ja, darf ich um mehr Ruhe bitten im Plenarsaal? Wir kommen zum Antrag Fraktion Die Linke Hessen für eine Welt ohne Atomwaffen 205279. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die Fraktion der SPD Die Linke. Wer stimmt gegen den Antrag? Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90, die Grünen und die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 92, dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der AfD. Also, jetzt muss wirklich mal, wir sind in Abstimmung, ich darf wirklich darum bitten, die Gespräche einzustellen. Tagesordnungspunkt 92, dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der AfD, sofortige Beendigung des Lockdowns, Drucksache 205332. Wer stimmt dem dringlichen Entschließungsantrag zu? Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Kahnt, die Fraktionen der Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 94. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und von Fraktionen Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 205337 zu 205294 zu 204904, zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts zu? Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen und der fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der SPD, die Fraktion Die Linke und die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Nach meiner Liste sind wir am Ende der Abstimmungen für heute angekommen. Die Fraktion der SPD bittet zwei große Anfragen, nämlich den Tagesordnungspunkt 18 und den Tagesordnungspunkt 19 in den ULA zu überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann wollen wir so verfahren. Die übrigen Tagesordnungspunkte schieben wir wahrscheinlich ins nächste Plenum. So machen wir es. Ich bedanke mich sehr herzlich, wünsche einen angenehmen Restabend und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.